mit Zahn! Hase! Los geht's für den Borger VC in der Regionalliga. Nach 11 Jahren Landesoberliga in Sachsen-Anhalt geht es heute gegen den Berliner TSC. Hier der allererste gespielte Punkt und es startet mit einem Netzfehler 1:0 für den Berliner TSC. Das ist nicht der Start, den man sich vorgestellt hat, aber Christian Fink findet über die zwei gleich die richtige Antwort. Auch im Folgeangriff zeigt sich, dass alle Angreifer beim Borger Volleyball voll da sind. Hier Lamprecht mit einer Wucht, der wird noch abgewehrt. Dann der Schio über Kopf und Georg Blum macht den Punkt. Burg geht in Führung. Und Burg setzt sich dann auch ab. Hier die erste Angriffswelle wird noch geblockt um Nico Pfeil. Zweite Angriffswelle, Grashoff drunter. Pass geht raus. Und Christian Fink arbeitet mit dem Block. Da ist der Punkt. Burg ist schon fast weg für den Berliner TSC. Fast uneinholbar. Und hier kommt der Deckel für den ersten Satz. Harte Springer-Serie von Christian Fink. Damit springen wir zum Satzball. Georg Blum. Und Nico Pfeil nochmal am Block. Und das war's. Der erste Satz in der Regionalliga für den Borger VC 99. Im zweiten Satz zeigt sich dann ein entgegengesetztes Bild. Borg völlig von der Rolle. Hier Georg Blum in den Block. Und bis zum 5:0 passiert hier gar nichts mehr. Dann fängt Borg langsam wieder an zu arbeiten. Hier ein gut gestellter Block. Zwingt den Dankeball vom Berliner TSC. Till Recke, den verwerten sie 1:5, aber das ist zu spät. Der Satz ist jetzt eigentlich schon weg. Und der Abstand wird immer größer. Hier Georg Blum nochmal in den Block. Das war's. Max Groß kommt nochmal ins Spiel. Der 17-jährige Neuankömmling von WSG Reform. Er macht seine Sache auch gut. Hier starke Aktion. Aber das reicht nicht mehr. Borg verliert den Satz. Es steht 1:1. Der dritte Satz beginnt, wie der zweite Satz endete. Domke schiebt den Pass raus, zieht den Block auseinander. Und Derek Frese haut das Ding in das Borger Feld. Und Borg muss auch erstmal Kopf schütteln. Kalte Dusche, Auszeit. Also der Satz eigentlich auch schon weg. Frese mit einem starken Springer. Aber Recke über die Mitte. Geht hier noch was? Borg jetzt am Aufschlag. Annahme. Angriff abgewehrt. Grashoff mit dem Notpass. Ja, der ist doch schon tot. Pfiff kommt nicht. Also Dankeball, zweite Welle. Der Pass auf die Mitte und wieder Recke. Wahnsinn. Wir sind dran. Aufschlag Recke. Pass geht wieder über den Kopf. Wieder abgewehrt. Oh, der geht ins Netz. Nee, der ist noch nicht tot. Ball ist drüben. Wieder über den Kopf. Und er ist weg. Jetzt werden die Jungen von Berlin aber nervös. Aufschlag, Recke. Ball geht direkt rüber. Leichtes Spiel. 20:23. Und der ist im Netz. Nein, 20:24. Damit der Satzball. Dann die Annahme auf Borger Seite, über Kopf, Christian Fink arbeitet mit dem Block, leichtes Spiel, 21:24, aber der Weg ist jetzt weit. Der Springer von Fink im Anschluss, über die Außen, Grashoff ist noch dran, aber das war's, 25:21, 2:1 für den Berliner TSC in Sätzen. Im vierten Satz kann Borg den Schwung mitnehmen und ist wieder auf Augenhöhe, der Pass geht raus auf Georg Blum und er macht's über Linie. In der Mitte des Satzes wurde die Halle immer lauter und kroch in die Köpfe der jungen Berliner Spieler und die Aufschlagfehler häuften sich. Jetzt ist das Spiel nur noch emotional und der Siegeswille entscheidet das Spiel. Hier Georg Blum, starke Abwehraktion vom Libero. Der ist nochmal gerettet, Pass geht raus. Sören Lamprecht, wiedergeholt vom Libero. Den kriegen sie irgendwie noch rübergewürfelt, aber das reicht nicht mehr. Borg macht den Punkt.
dann kommt Patrick Baldewig bereits mit seinem 5. Aufschlag. Till Recke muss er noch abtropfen lassen und zieht mit dem Borger VC davon. Der Rest ist nur noch Formsache. Hier nochmal Moritz Recke am Aufschlag. Abwehraktion von Grassoff. Lambrecht mit dem Notpass. Und der Ball landet im gegnerischen Feld. 24-20, Satzball, die Halle kocht. Der ist im Aus. Ausgleich 2-2. Der erste Punkt für die Borger Volleyballer in der Regionalliga. Borg noch angepeitscht aus dem 4. Satz mit dem besseren Start. Über Kopf zu Blum, der macht clever, tuscht den Gegenspieler an. Aber die Berliner Jungs fangen sich langsam wieder. Hier kleiner Stellungsfehler von Grassoff, starker Angriffsball. Und Borg wechselt beim 6-8 die Seiten. Jetzt entscheidet hier auch so ein bisschen das Glück der Netzroller. Beschert den Berlinern den Dankeball, den spielen sie ganz clever aus. Ganz stark, der Block ist offen, das Feld ist frei. Berlin schiebt sich etwas vor. Es gibt zwar noch die Antworten vom Borger VC. Georg Blum auch die super lange Diagonale. Aber am Ende reicht es nicht mehr ganz. Wieder stark auseinandergezogen vom Berliner Zuspieler. Und da ist der Satzball zum 15-12. Berlin gewinnt, verdient 3-2 in der Borger Sporthölle. Direkt im Anschluss gibt es noch die MVP-Ehrung auf Berliner Seite. Zuspieler Marc-Robin Domke und beim Borger VC Christian Fink. Eine starke Heimpremiere geht zu Ende mit einem gewonnenen Punkt. Wir sehen uns beim nächsten Heimspiel.